Anstatt ist einfach fragwürdig. Ob die ganzen Spoilers, die wir gestern gebracht haben, die sind ja gar nicht drin. Das stimmt. Das ist uns gestern fatalmäßig sehr häufig passiert, dass wir gespoilert haben, weil wir halt schon wussten, was kommt. Ne? Aber das wollen wir jetzt mal vermeiden, oder versuchen zu vermeiden. Aua, Alter, die machen Schaden. Und die Flammenhunde. Ich habe auch nie ganz verstanden, ob das Hunde oder Ratten sein sollen. Das ist eine Mischung daraus. Das ist ein Zwitter. Ein Hunde-Ratten-Zwitter. Hunde-Ratten-Zwitter. Ein Hurra. Ein Hurra? Das sind Hurras. Ja, richtig geil. So. Siehst du da hinten wieder eine Leitung? Mhm. Aber tut es erstmal die Hurras. Ja, ich. Das ist halt wirklich so einfach. Schade, dass es die Gegner nicht so wirklich häufig gibt. Oder? Tauchen die auch mal irgendwo anders auf? Keine Ahnung, ich glaube nur Schandstadt hier. Ich glaube aber nicht, ne? Das heißt keine Hurras mehr. Leider nicht. Im ganzen Spiel. Das waren alle. Außer, das war der letzte. Du hast die Hurras ausgerottet. Easy. So, und aber jetzt sieht man, was man da bekommt. Ach ja. Die geile Feuerhüterseele. Mega wichtig in dem Spiel. Richtig, die ist echt mega wichtig mitzunehmen. Ja, selten. So. Da laufen wir durch den Sumpf in ein neues Gebiet. Richtig, da kommt jetzt der Akt, wo ich echt, glaube ich, das meiste rausgeschnitten habe. Weil es einfach extrem viel Hin- und Herlauferei ist. Gut, extrem viel Item-Sammlerei auch teilweise. Hast du aber mal eine Nachricht rausgemacht, noch ein Noob. Warte, warte mal. Eine Nachricht. Toll. Da war ein Skip drin. Ja, das war, glaube ich, ein Skip von da vorne. Okay. Ja, okay, dann hast du auch nicht. Nee, ich dachte jetzt mal eine Nachricht verfassen, was man. Was kann wirklich sein, oder? Wir werden es sehen. Ich weiß nicht, was ich gemessen habe. GG. Lass mal gecheckt, ob die Truhe echt ist. Na, Pott den. Und einen Pott genommen. Da ist eine geile Doppelmöglichkeit drin. So, da ist der Cut, da zieht man tuckig dann auf so einer Nachricht drauf, aber er hat gefühlte 10 Minuten ja, da um diese Nachricht zu verfassen. Blackscreen übrigens. Okay. Weiter geht's im Eingang im Geheimgang. Ne? Man hat ja gesehen, man muss eine Wand wegschlagen, dann geht's in die große Leere. Oh ja. Hey, muss man nicht zwei Gänge wegschlagen? Ja, richtig. Und dann nochmal hinter der Truhe auch nochmal eine Wand wegmachen. Aber davor waren wir schon in der großen Leere. Richtig. Ja, davor noch nicht genug. Sie das ganze Zuschauer verwirrt, na klar. Ja, nein, du musst eine Wand wegschlagen. Das ist die erste Wand wegschlagen, das ist man da, Noob. Also das ist echt. Laberst du für Scheiße und davon eine ganze Menge, das kann ich aber sagen. Ja. Da war ein Cut. Da war ein Cut. Ich glaube, da war sogar ein ziemlich großer Cut. Ja, ganz. Aber man hat da ganz kurz gesehen, hier sind wieder ganz viele von diesen Kristall-Echsenviechern. Ist das die Stelle? Ja, das ist die Stelle. Und hier mal wieder bewiesen hat, wie hart unfähig man eigentlich sein kann. Nein! Nein! So, wow. Der Gedankengang, jetzt kommt Tuki auf die Idee, ich könnte den ja mit dem Bogen abschießen. Der kommt so ganz langsam wieder dran. Dann habe ich ihm gesagt, es gibt auch irgendwie eine Funktion, da ran zu zoomen. Und dann hat er die Funktion gefunden. Läuft! Und wir müssen nochmal kurz Pause machen. Und er hat herausgefunden, wie man da ran zoomt, aber er weiß nicht genau mit welcher Taste. Und dann kommt er nicht wieder raus aus dem Zoom-Modus. Das war ziemlich gay. Und dann war er mal kurz wieder verflucht. Oh, diese Kamera, die Steuerung und das Anvisieren und generell dieses ganze Gameplay auf PC, das fickt euch einfach alle auseinander. Ja, wenn du mit Tastatur spielst schon, ne? Das auch. Scheiß Verfluchen, ne? Zack, und verflucht und wieder halbes Leben. Never ending story. Ja, also direkt nochmal ausprobiert, wie das denn ging. Immer an Tasten durchdrücken. Und dann drückt auf der Tastatur nicht Shift. Oh ne. Ansonsten seid ihr genau da und wieder raus und wieder rein. Du hast es verstanden. Okay. Ah, jetzt hast du einen Backscreen. So. Dass man, wenn man unten an diesem Baum ist, da so große Pilze drin sind. Oh ja. Die einem dick aufs Maul geben, deswegen werden die erstmal ignoriert. Ja. Und dann läuft weiter und kommt dann im Endeffekt gleich in den Aschesee. Hup. Echt nice Musik hatte. Oh ja. Also die Musik habe ich nicht gefunden. Das was im Hintergrund an Musik rumdüdelt, das ist der Dark Souls Soundtrack. Das weiß ich jetzt schon.
Das sieht generell einfach mega nice aus da. Und es sieht einfach mega nice aus. Und da hat man den nächsten besten Freund gesehen, oder? Ja, eine Hydra, die wir ja schon kennen. Nur dass die hier schwarz ist. Die ist schwarz. Und sie hat noch eine Special Ability, die ja. Sehen wir die? Ja, die sehen wir. Ja, die sehen wir gleich. Also, das, das muss drin sein. Weil das einfach wieder so ein What the fuck Moment ist, wo man sich denkt, really. Oh ja. Really. Vor allem, wenn man Half-Life ist. Übrigens, eben habt ihr gesehen, was wir mit Greenscreen meinen. Ich habe das mal drin gelassen und nicht rausgeschnitten. Ach, Mama, weil ich keinen Bock auf Fisch hatte, danke. Und das ist immer wieder passiert in den 5 Stunden. Ja. Nein, danke, Mama. Alter. Das war. Ah ja, ja, und die Hydra. Das hat in den 5 Stunden übrigens nicht ein einziges Mal. Und nicht einmal gestört. Und dafür habe ich jetzt, habe ich einen Nick. Ein Standbild. Alter, schon wieder? Jetzt geht's wieder. Okay, es geht wieder. Fuck this shit, jetzt wird nicht vorgehen. Jetzt hat er schon nichts wieder. Und da sieht man auch schon, was die Hydra macht. Mhm, und genau, geil. Und genau dieser, 700 Schaden. Hab ich selber zugefügt. Das heißt, die Hydra macht sich wirklich Schaden, wenn die da drüber springt. Aber ich springe, so wie ich das verstehe, springt sie über einen Stein und tratscht sich da irgendwas auf anscheinend. Das wird sogar Sinn machen. Aber sicher, das ist so. Aber auf jeden Fall kann sie da halt über diese Zunge springen. Mhm. Weil das mit verflucht ist die Hydra, glaube ich, nicht ganz so einfach. Nope. Deswegen wolltest du erstmal dran vorbeilaufen. Ich finde es gut, dass in den ganzen Zusammenschnitten trotzdem mir schon zweimal kurz unten aufgeploppt ist in einem anderen Spiel. So. Da hat sich Doki dann gedacht, mit einer leichteren Rüstung ist man auch schneller. Oh. Hat sich einfach mal alles angezogen, was leicht ist. Ja, das ist ja mega geil, was? Der geile Stinktanga da rum. Und am Ende des Weges ist dann dieser geile Drache hier. Oh ja, der freundliche Drache so. Ja, der freundliche Drache. Stell dir vor, der würde uns angreifen, das wäre mega mies gewesen. Oh ja, dann hättest du so richtig, bist du richtig am Sack gewesen, ey. Alter. Bei dem kann man eigentlich noch nicht mal wirklich viel machen. Man kann zu ihm beten. Ja, ist geil. Und dann ein Eid leisten. Und man kriegt einen Erfolg dafür. Dieses ganze Erfolgssystem von Windows Live Ding, wo man so noch nicht durchblickt. Du kriegst irgendwelche Punkte und mit den Punkten kannst du dann irgendwie nichts machen. Ich check das nicht. Ach, Windows Live ist generell scheiße. Generell ist Windows scheiße oder Microsoft. Ja, und alles und bla und dies und das und Camtasia und Traps. Da kann man jetzt übrigens auch diese Drachensteine da bieten, um den Eid noch zu vertiefen. Ja. Und jetzt? Bin ich auch hier. Ich wollte Läuterungssteine farmen, weil die Viecher das droppen. Richtig. Gott sei Dank hat Lukas davor irgendwie welche getötet und welche gedroppt. Ansonsten... Richtig, ansonsten hätten wir die Information auch nicht gehabt. Ja, ansonsten hätte keiner was gemacht hätte. Dann, keine Ahnung, wärst du wahrscheinlich wieder rausgelaufen und hättest versucht, oben irgendwie einen Läuterungsstein zu kaufen. Weil das hätte noch länger gedauert. Vor allem da rauszurennen, Alter. Oh ja. Naja, nie im Leben. Und zwar, das war glaube ich die zweite Muschel, die du wirklich getötet hast. Ah ja, und die genau. Und direkt einen Läuterungsstein droppen. Das war lucky. Das war mega lucky einfach nur. Weil das kommt jetzt nicht mit den 11 oder 12 Muscheln, ne? Nee, aber wie gesagt, du hast 11 Muscheln danach noch getötet. Und ohne Menschlichkeit. Ohne Menschlichkeit, die haben nichts gedroppt. Da habe ich mir einen Menschlichkeit reingezogen. Nichts. Die erste Muschel, Black Screen. Okay, passt gut. So, und danach war dann die Hydra dran. Oh ja. Die, Was man denkt auch da? Natürlich im unverfluchten Modus bin ich immer noch ziemlich aufs Maul. Oh ja. Vor allem, wenn man nur noch 4 Pots dabei hat. Richtig. Da waren die Pots dann auch schon so animiert. Aber man hat die Szene gesehen, wo ich da in dem Baum schon war und die plötzlich da vor mir auftauchte? Nee, ne? Mhm. Ja, das war glaube ich auch der Grund, warum ich dort hingerannt bin und nicht zum Leuchtfeuer weiter. Weil das wäre glaube ich unmöglich gewesen. So ziemlich. Und im Endeffekt ist die Hydra sogar relativ easy. Wir müssen erstmal die ersten paar Köpfe abgeschlagen bekommen, damit du irgendwie ein Feld hast, wo du vernünftig stehen kannst. Ja, aua. Und nicht jedes Mal so weggebumst wirst. Dinge anzutreffen ist auch so eine Sache. Na gut, das ist dann das nächste Problem. Und das finde ich frech. Direkt vor dir und mach dann trotzdem den Wasserangriff einfach mal.
dann verpiss sich das Vieh wieder ins Wasser zurück. Das ist echt ein bisschen... Yay. Kannst du da nicht theoretisch auch direkt schon auf den Kopf schlagen können? Das wäre mein Tod gewesen wahrscheinlich. Die ist ja direkt danach auf den Boden gegangen. Und das mit Block habe ich schon Schaden bekommen. Hätte ich nicht geblockt, dann... pretty much dead wahrscheinlich. Also du hast so 30 Attacks, sollst nicht greedy werden. Oh ja, nicht greedy werden. Immer schön geduldig. Oh ja. Mittlerweile hast du keine Pots mehr. Erst das Flakons. Oh, ist GG easy. Und kriegst einfach trotzdem immer aus Maul. Eieiei. Wie gesagt, das im verfluchten Zustand, das wäre ziemlich unmöglich gewesen. Und wenn, dann müsste man irgendwie dodgen, schlagen, whatever, alles gleichzeitig. Ja, irgendwie im richtigen Moment, wenn die Köpfe da runtergehen, in die richtige Richtung dodgen und dann keinen Schaden kriegen. Und zwar jeden der Köpfe dodgen, irgendwie. Ja, richtig. Also das und ist... Wie hat das Ding? 8? 1, 2, 3... Ja, wow, keine Ahnung, was jetzt. Zu anstrengend. Zu anstrengend. Gibt's in der Mythologie eine feste Nummer für Hydra-Köpfe? Weiß nicht. Oder könnte. War die Hydra sogar das Viech, was wenn man den Kopf abschlägt, da zwei neue rauswachsen? Das glaube ich sogar eher. Das kann auch gut sein. Ja, ich glaube schon so. Hat die, glaube ich, mit einem Kopf angefangen und dann... Boah, Alter, stell dir das vor, dass wir hier so... Boah, ne. Oh, ja. Lass mal. Sondern dann wisst ihr auch nicht, wohin mit den ganzen Köpfen. Da wäre der ganze Strand einfach voll von Köpfen, wenn die ihren Angriff da machen. Vor allem, das könnte man wirklich machen. Die würde dann halt Leben verlieren, dann durch jeden neuen Kopf halt nur ein ganz kleines bisschen mehr Leben bekommen. Also dass halt immer stetig Leben verliert eigentlich. Könntest du das auch wirklich zum Bossmonster hier erklären? Oh ja. Also, weil das dann ist halt mega krass. Dann wird's echt haarig, kann man sagen. Oh, so richtig. Oh nein. Alter, das Assassin könnte man eigentlich nicht besiegen, what the fuck? Nee, also unter den Umständen echt nicht. Wie gesagt, ich bin ja mal gespannt, was noch alles kommt. Also du hast jetzt übrigens das wird danach immer noch nicht gerendert, ne? Noch nicht angefangen. Nee, ich weiß auch irgendwie nicht. Wie Jenny. GG. Bei der Hydra ist übrigens der Fall, das sieht man jetzt vielleicht auch schon, selbst wenn nicht alle Köpfe abgeschlagen sind, stirbt sie trotzdem nochmal. Weil sie einfach so viel Schaden schon genommen hat. Da sieht man, hat man kurz die Lebensleiste gesehen. Und sie hat dann ganz kurz vier Köpfe oder so. Letztes Tor, okay, habe ich nicht getroffen. Beim nächsten Schlag oder so müsste, glaube ich. Ich glaube, sie hat 7 Köpfe übrigens. 7? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Ja. Weil du da jetzt auch schon lange nicht mehr getroffen wurdest, also warst du echt? Da war ich auch leicht lucky. Oh mein Gott. Der war aber knapp. Der war ein bisschen knapp. Ja, und schlägt nichts. Das ist gay. Eieiei, der war auch scheiß knapp. Also ohne den Ring, den wir uns auch mal gefunden haben, irgendwo zwischenzeitlich. Ja. Was auch nicht kam. Ja, das kam nicht. Ja, ich hatte zum Beispiel ziemlich gefickt gewesen. Richtig. Das glaube ich gerne. Und da kriegst du halt auch noch so 2 Waffensteine. Für ein Eid. So, und da sieht man jetzt noch, dass du dein Schwert noch geupgradet hast zwischendurch. Durch die zwölf Muscheln, boop. Richtig, ja, die Muscheln lassen auch das funkeltote Titanit fallen, ne? Ja. Das man braucht, um noch abzugraden. Und das obwohl die erste Muschel hat mir ein funkeltotes Titanit gegeben. Oh, da habe ich einen Backscreen. Pause. Hier, wie die Nachricht richtig sagt, geht weiter, und zwar in Quelle 8 Sphäre. Oh ja. Immer noch ein behindertes Wort, meiner Meinung nach. Ein behindertes Wort? Ja, Sphäre. Achso, Sphäre, das Wort. Ich hab ja. Wort wie, oh Gott, wie heißt denn Wort in Deutsch in LOL? Was? Der Wort. Das, was Vision gibt. Ach, Wort! Ja, Wort. Kann man das nicht, was weiß ich nicht. Wort. Alter, das klingt also behindert gleich. Ja. Dann sieht man jetzt übrigens den nächsten Bossgegner. Sexy untenrum nicht, aber obenrum. Wenn man den Rest ausblendet. Ja. Tobi steht da noch spinnen. Ja klar, richtig geil. Und auf keine Nippel. Ich hätte mal... meine Haare verdeckt, Alter. Nein, das geht nicht. Ich hätte so große Teller für mich. Ja, genau.
Schärfer, jeder Mensch hätte keine Nippel, das sieht voll behindert aus. Ah, da haben wir einen Sprung, da bin ich gerade